So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Der Jörg zockt und einer weiteren Folge MotoGP 14. Diesmal sind wir hier in Misano bzw. in San Marino in Italien und ja, genau, deswegen geht es jetzt hier auch weiter. Falls ihr es wieder mal nicht wisst, hier ist Italien und ja, da gucken wir da jetzt gleich mal, ja, was wir dann hier diesmal dann hinkriegen. Natürlich wieder hier unterwegs im Karrieremodus. Und dann habe ich mir jetzt auch schon überlegt, was ich dann als nächstes machen werde. Werde ich höchstwahrscheinlich erstmal die Online-Dinger hier angehen. Genau, momentan Zweiter in der Weltrangliste. Ach Moment, hier gibt es sogar eine neue Mail, sehe ich jetzt hier gerade. Wir freuen uns wirklich sehr über deine bisherigen Leistungen. Okay. Sind überzeugt, dass wir unsere Ziele noch höher stecken können. Ja, das meine ich auch. Oha, mindestens auf den dritten Platz schaffen kannst. Gut. Ja, wenn man jetzt natürlich den Verlauf hier so guckt, hier, Oster und so weiter, sollte das auch gut möglich sein. Details, gleich mal los hier. Rennen starten, Schwierigkeitsgrad nach wie vor auf leicht, ja, passt. Los geht's, natürlich erstmal dann mit dem Qualifying. Vorgaben, Position 3, okay. Ich glaube, vorher war es ja immer noch hier Position 15, müsste das gewesen sein. Naja, also mal gucken. Ja, schickes Foto. Ja. Gut, mittlerweile gibt es jetzt hier auch mal andere Tipps, beziehungsweise auch andere Bilderchen. Zumindest sagen die mir jetzt so auf den ersten Blick auch mal rein gar nichts. Aber naja. Wo ich den mal hier nach wie vor mit Qualifying und so durfte ich überhaupt kein Problem haben, da hier Platz 1 zu erreichen. Zumindest war es jetzt bisher eigentlich so. Oh, genau. Mal kurz hier das Videochen angucken. Oh. Ja, ziemlich enge Gassen hier. Oha. Doch, Armbrustschießen gibt es da wohl auch. Gut. Okay, nach den Nussknackern hier würde ich sagen, das reicht an. Eine Seilbahn war hier auch noch zu sehen. Gut, so, ja, erbaut 1969, links 6, rechts 10, okay, finde ich so mal gar nicht so schlecht mal wieder, links die gerade 565 Meter, ja, das durfte easy going dann sein, okay, ehemalige reguläre Austragungsdatum. Hallo zusammen von der Rennstrecke in Misano. Jo, gut, nur noch wenige Minuten. Das ganz normale ist hier Qualifying. Mal gucken, was wir jetzt diesmal da so hinkriegen. So, aber natürlich erstmal hier einen Blick nochmal in die Fahrzeugentwicklung. Stufe 1, Motor ist Maximum. Bremsen auch. Ach, nehme ich jetzt einfach hier mal Chassis. Dass das hier ein bisschen weiter geht und gleich natürlich Abflug zur Strecke. So, das passt. Gut. Dann gucken wir mal, was hier so jetzt abgeht. Erstmal nichts, Autopilot. So, jetzt. Ja. Muss ich mich natürlich hier wieder so wieder dran gewöhnen, weil ich jetzt doch ein bisschen länger hier nicht mehr gezockt habe. Okay, was heißt länger? Auf jeden Fall länger wie 24 Stunden. So. Genau. So. Hier die Kurve, haben wir da die Kurve. Okay. Fährt sich wieder ganz gut hier. Naja, da bin ich ja auch mal gespannt, wie lange ich jetzt hier in diesem Game brauchen werde, um hier die Platin-Trophäen zu erreichen. Aber ich denke mal nicht allzu lange, außer jetzt eventuell hier diese komischen Zwischenzeiten online gedönsel. Das soll anscheinend gar nicht mal so einfach sein. Muss ich mal noch gucken, wie ich das dann am besten mache. Also am besten, wenn ihr das Spiel auch zufälligerweise hier auf der PS4 zocken würdet, einfach mich mal adden. Dann können wir das schnell zusammen machen, wenn ihr das auch haben wollt. Oder nicht, dann einfach nur hier mir die Trophäe freischalten, hätte ich eigentlich so an sich auch nichts dagegen. Tja, wow, okay, das war jetzt gerade schon mal echt gefährlich hier. Ah, Hälfte der Strecke jetzt schon rum, bei 1,7, okay, das geht dann in jedem Fall zügig. Ja, die Strecke so an sich ist, auch ziemlich gut zum Fahren. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen.
Da habe ich mal nicht ganz so viel Speed hier rein. Wow. Aber relativ auch schon viele hier rechts, also hier knackige Rechtskurven. So, die Links sind ein bisschen angenehmer. So. So. Wunderbar. Das sind wir jetzt auch schon im Ziel. Datenpack erhalten, passt. Gut. Dann wieder zurück zur Box. Das Spielchen wie immer. Und hier mal wieder die Zeit verstreichen lassen. Vorspulen. Ja, bitteschön. Gut. Jack Miller 5 Sekunden knapp hinten dran, zumindest noch. Ja, das bleibt wahrscheinlich auch dabei. Ja, 4,8 Sekunden, okay, krass. So. Hier nochmal in Übersicht. 4,8. Und bam, Schuhe 16. Neues Team freigeschaltet. Perfekt. Weiter geht's zum Rennen. Ja, durfte easy going sein, so wie ich es vermutet habe. Ja, ob ich jetzt gerade echt wieder am Überlegen bin, ob ich wieder doch auf Mittel stelle. Aber, Nee. Immer noch erstmal lieber noch abwarten, was hier so alles rumkommt. Oder eventuell auch nicht. Ja, mentale Stärke ist eine Charaktersache. Jupp. Hallo Rennsportfans, heute für Servus. Gut. Dann, ja, das passt eigentlich noch, die ganzen Einstellungen machen wir gleich hier zur Strecke. Dass ich eventuell gleich wieder hier eine andere mit reinnehmen kann noch. Also die nachfolgende einfach nur. So. Hier bleibe ich wieder bei dem Modus einfach nur Dauergas. Weil das andere, keine Ahnung, bin ich irgendwie zu doof dafür, kriege ich nicht hin. Uah, shit. Okay. Das war jetzt eher weniger gut. So, das dagegen umso besser. Muss ich nur mal gucken, dass ich die jetzt hier wieder hier einhole. Aus Recht hier mein Teamkameraden. Oh, shit. Ups. ja, so viel zum Teamkameraden. Hupala. Ja gut, jetzt habe ich den halt mal hier spontan ein paar Plätze nach hinten geballert. Ja, fett sorry und so. Ja, da ist jetzt auch schon, alter, ja, 9 da. Okay. Gut, aber ist mir ja schlussendlich egal, ne, weil ich will ja hier eigentlich nur Platz 1 erreichen. Und das gerade eben war ja sowas von nicht Absicht, ne, also hier kann man da nichts sagen. Ich frage mich aber immer noch, was die komischen Disqualifikationen sein sollen, weil, keine Ahnung. Bisher wurde mir also an sich nichts angekreidet, außer eventuell, wenn ich jetzt hier mehrere Unfälle verursachen würde, vielleicht dann eventuell. Oder so. Kein Plan. Dazu muss ich auch ehrlich auch sagen, habe ich hier, was den Sport hier betrifft, nicht wirklich so eine Ahnung, weil ich es eigentlich hier nicht wirklich anschaue. Ja, aber naja. So. Ach ja, mal, sobald ich nochmal erwähnt, hier denkt mal bitte noch hier an meine Umfrage, weil es momentan ja noch nicht wirklich eindeutig ist, was ich denn als nächstes dann spielen soll. Wäre eventuell auch nicht so schlecht. Ja. Das ist nämlich hier so eine Sache dann, ne? Weil sonst würde ich nämlich hier aus den mehreren, also wenn jedes natürlich hier ungefähr gleich viele Stimmanzahl hat, beziehungsweise die gleichen Stimmanzahl hat, so genau nochmal ein Datenpack mehr, werde ich natürlich hier mir da eins von diesen verschiedenen Games mir eins rauspicken und dann logischerweise halt das dann hier Let's Playen. Ja. Also müssen die anderen, die dann hier nur die gleiche Stimmanzahl haben, dann mehr oder weniger ins saure Gras beißen. Ja. Aber nur ja. Das läuft hier so an sich schon mal ganz gut. Aus der Runde ist er jetzt auch schon mittlerweile rum. Boah. Ach, genau 28 Sekunden. Das muss ich natürlich auch erstmal hinkriegen. 3,5 Sekunden auf Venati. Ah, nice. Hauptsache nicht Miller. Aber der wird es eh wieder gegen Ende drehen. Das weiß ich jetzt schon. Boah. Aber was ich mir auf jeden Fall definitiv jetzt auch mal überlegt habe, hier so über Nacht, sobald man hier so drankommen würde, auf MotoGP 2 zum Beispiel, und natürlich noch besser hier, genau, jetzt haben wir schon wieder auf 2, MotoGP 1, wobei ich glaube nicht, dass ich hier von 3 auf 1 instant hochkomme, also das wäre sehr unrealistisch. Ja, werde ich einfach mal wechseln. Weil ich denke dann mal auch, da gibt es hier auch ein bisschen mehr Erfahrung, wie jetzt hier in der 3er.
womit ich ja dann somit auf den höchsten Rang komme, was ich ja in dem Fall auch haben muss für eine Trophäe, also hier die 65. Also Stufe 65 so rum. Genau. Na, mal gucken, ja. Also die Kurve hier, ne? So, das war knapp. Muss ich gerade mal hier spontan vom Gas gehen. Ja, aber Einleitung, letzte Runde. Oh. Leute, muss ich jetzt auch mal so sagen, also das Spiel geht eigentlich. Also ich habe mich da jetzt hier an die Grafik und so weiter alles immer dran gewöhnt. Ich habe auch mal kurz bei ihr von ein paar anderen Let's Playern Videos angeschaut zu MotoGP 13, also dem Vorgänger von diesem hier. Und ja, was mir da das Einzige so aufgefallen ist, die Grafik hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. Außer was jetzt die Fahrermodels und die Mopeds betreffen. Aber von den Strecken her ist es eigentlich identisch. Jo. Aber nun ja, was soll es. Also Spielspaß ist definitiv da, das passt. Und ja, wir müssen meiner Ansicht nach das Spiel auch hier nicht wirklich drauf haben. Klar, bessere Grafik natürlich wäre geil, ne? Aber Rennspiel ist Rennspiel, da kann man eigentlich nur drauf verzichten. Tö. Ja, okay, jetzt natürlich so hier wie DOS-Spiel, das muss natürlich dann auch nicht so sein. Aber das hier geht dann in dem Fall dann schon. So, genau. Ich gucke mal, das ist die Rechtskurve hier. So, also mit der Rechtskurve hier habe ich teilweise Probleme. Links geht besser. Ja, Reifenabnutzung passt auch noch. Noch halbwegs im grünen Bereich. Ja, ohne Bärchen, das durfte dann wieder saftige Punkte geben. Oha, das war doch jetzt schön. Muss ich mich kurz mal wieder mal selber loben. Oha. Okay, dafür das jetzt nicht. Zum Glück ist hier bei sowas hier keine Punktabzug oder irgendwie so. Scheiße. Kaum Moment, ich wieder. Tschüss. Über den Acker. Ja, ja. Das Sepp. Also irgendwie habe ich es mit dem Namen, ne? Wenn ihr das eventuell auch schon gesehen habt, mit Diablo 3 oder so hier, ne? Heißt ja mein Kreuzritt auch Sepp, also keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Plan, wegen was ich auf den Namen komme, aber egal. Oh, nice, alle auf See. Sehr schön, nächste Trophy. Ja. So, 11 Sekunden, alter Verwalter, das ist krass. Gut. Aber hier nur noch 19 Punkte auf Platz 1. Teamwertung durfte in dem Fall ja genau wunderbar nach wie vor Platz 1. So, bitte 17. Jawohl, nice. Neues Team wieder freigeschalten. Neuen Fahrer. Ach, der Rossi gerade, ja, okay. Nice, dass man den so früh kriegt. Wundert mich zwar ein bisschen, aber okay. Na, 135.000 Fans mittlerweile. Lässt sich auch sehen. Wie schon mal erwähnt, hier ist natürlich auch ganz gerne als. Nach der Anspannung des Rennens kann er sich jetzt ganz der Siegesfeier widmen. Ja, okay, das kann ich gar nicht überspringen. Werden seine Konkurrenten für längere Zeit nur noch sein Hinterrad zu sehen bekommen. Na klar, kriegen die nur mein Hinterrad zu sehen. Also, hallo? Was eine Frage. Oder was eine Aussage. Ist ja. Ja. So. Okay. Ja, hier gibt es auf jeden Fall nichts Tolles Neues. Das heißt, ab in Kalender. Was haben wir jetzt hier? Aragon in Spanien. 5 Kilometer lang. Oha. Okay. Ja, dann mal einfach dahin, ne? Wieder mit dem Flugdings. Nach Spanien. Mal wieder. Runde 16 schon, okay. Da ist auch bald ein Feierabend. Gibt es hier wieder irgendwas Neues? Ne. Ach genau, hier sieht man sie auch. Japan, Australien müsste das sein und so weiter. Oder so ähnlich. 1, 2, 3, 4, 5 Rennen noch. Okay. Da bin ich mal dann gespannt, wie es hier weitergeht. Wo wollte ich denn da? Rennen starten. Genau, Qualifying und Rennen. Jo, perfekt. Los geht's. Auch wieder Position 3. Hat sich nach wie vor nichts geändert. Durfte auch wieder locker machbar sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh ja. So, was, wenn du mit der Fahrphysik auf Pro spielst, denk daran, am Start nicht zu schnell zu beschleunigen, damit das Motorrad sich nicht aufbäumt. Das muss ich allerdings mal noch machen, wegen einer Trophäe, weil da muss ich hier ein paar Sekunden lang mit Wheelie fahren. Schon mal der nice to know, was ich da machen könnte, einfach auf Pro stellen. Bin ich mal gespannt, da könnte ich fast wetten, dass wir das Bike hier
mal schön hinten runter semmelt beim ersten Versuch. So, genau, Spanien, Aragon. Oh, sieht aber schick aus hier. Ja. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wir sind sehr ländlich. Ja. Siehe der Falke oder Bussard oder was es auch immer gerade war. Genau. Juti, jut. Der neueren Rennstrecken im Motorsportkalender. Ah, okay. So, dann schauen wir da mal. About 2009, ja, Tatsache. Gerade mal 5 Jahre alt jetzt hier. Stand noch 2014. Links 10, rechts 7. Okay. Längste Gerade ist natürlich schon mal gewaltig lang. Ja, hier die kurz vorm Ziel, vor der letzten Linkskurve. Naja. Aber sollte denn auch gut möglich sein. Aus Aragonien. Was hat er jetzt gesagt? Aragoin oder so ähnlich? Ups, da habe ich sie ganz falsch ausgesprochen. Naja, egal. Ich kann ja nicht wirklich Spanisch hier, von dem her. Passt das? Genau, 2 von 3 Hammer. Also fehlt ja immer noch 2 Stück auf die Stufe 3. Die holen wir dann auch gleich mal mit. Jo, und los geht's hier im Qualifying. Alter, was flackert denn das jetzt so? Eieiei. Ja, egal. So, okay. Oh. Jetzt habe ich gerade komischerweise hier immer nur gerade ausgeguckt. Die Kurve geht aber hier nach links, ne? Das ist dann schlecht, wenn ich gerade ausfahre, würde ich behaupten. Aber gerade noch so gesehen. Ich sollte mal vielleicht hier genauer auf den Bildschirm gucken. Und nein, ich brauche keine Brille, zumindest noch nicht, glaube ich zumindest. Ja. Schauen wir mal, die Runde läuft. Mal gucken, wie weit wir hier jetzt kommen. Ah, bin echt mal schon gespannt auf MotoGP 2. Und das recht auf die 1er, wenn wir über 300 km/h dann über diese Strecke bügeln, macht natürlich schon mal dann bei weitem mehr Spaß. Bin ich fast wetten. Oha, was ist denn hier los? Nur Sand und Steine. Ha, scheint irgendwo ziemlich weit abgelegen zu sein. Na, die Brüne mit umgeben hier von Fans. Okay. So, wieder hier jetzt, ey. Exzellente Rechtskurve. Das war knapp, fast auf die zweite Kumpelsrunde geschrüppelt. Ah, ich kann mir natürlich auch mal wieder einen neuen Helm aussuchen, fällt jetzt gerade so ein. Huh, ah, oh, aha, okay. Jo, das ist jetzt hier mal ein sehr guter Verbremser. Da ist mir gerade richtig schön hier mein Hinterrad hochgezogen. Okay. Wo war denn das hier? Da hinten, okay. Ich versuche es mir mal zu merken anhand der Minimap. So. Oha. Jo. Ich fahre mal hier kurz mal ein bisschen durch den Sand. Scheiße. Also die Strecke ist garantiert jetzt hier so nicht einfach. Vor allem hier, du siehst auch nicht wirklich viel, ne? Also, okay, jetzt so geht's natürlich, aber über die ganzen Hügelchen da drüber hast du eventuell ein Problem. Oha, okay, das ist die langgezogene Gerade, oh, die ist wirklich sehr lange. Hm, 1,41, jetzt schon, okay, beim dritten Checkpoint, also so roundabout über die 2 Minuten 10, schätze ich jetzt mal, hinlaufen pro Runde. Okay. Also die Strecke mag es ja eventuell, ne, liegt mir nicht ganz so. Ja, lass mich mal schauen, was jetzt hier das Ziel so sagt. Flup, Datenpack erhalten, momentan Platz 1. Okay, so, zurück zur Box, mal wieder die Zeit verstreichen lassen. Mal hier, zack, vorspulen bitte. So, da bin ich mal gespannt. Oh, mein Teamkamerad ist sogar 2, wo ist denn Müller? Ach da, hier 3 jetzt. Okay, krass. Jo. Finde ich persönlich gut. Wunderbar. Zeit ist rum. Das heißt, mal kurz dahin, sich die Übersicht hier schnappen. Ja, passt. Mein Teamkamerad 2. Müller nur 3. Wunderbar. So, wieder Level up. Stufe 18. Neues Bild. Yippie. Gut. Ab geht's zum Rennen. Ja, durfte auch wieder locker flockig laufen. Ja gut, außer ich verbremse mich da in dieser einen komischen Kurve da jedes Mal. Ja, an dem Satz ist auch was Wahres dran hier. Talent ist nur der Ausgangspunkt. Das Wichtigste ist das dringende Bedürfnis, tolle Ergebnisse erzielen zu wollen. Ja, genauso geht es auch mit meinen Let's Plays, weil ich behaupte jetzt mal, dass ich mittlerweile jetzt schon ein bisschen besser geworden bin gegenüber dem Anfang. Ich habe nämlich... Hallo aus Aragonien. Aragonien. Ah, so, okay, das hat er gesagt. Ja, behaupte ich jetzt zumindest einfach mal, dass ich hier schon
jetzt schon so ein bisschen besser geworden bin. Ah, jo, gut, passt alles. Das letzte Datenpack einsammeln als Chassis auch auf Maximum. Ja, Startaufstellung ganz klar, haben wir ja vorher schon gesehen. Jo, und ab geht er. So. Da ist jetzt hier auch schon mein Teamkamerad. Werde ich jetzt eben mal versuchen, diesmal den nicht aus der Bahn zu schmeißen. Ja, okay. Das war halt schon mal nicht ganz so verkehrt. Jo. Gut, das ging ja jetzt noch. Ja, also am Anfang hängen die mir echt immer noch gewaltig gut im Arsch. Jo, nur hat dann mit der Zeit dann nicht mehr, weil das letzte Ziel mit dem, was waren das hier, 11 Sekunden oder sowas. Das ist natürlich schon ein Brett hier im Rennsportbereich, das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Also generell auch mit DTM oder sowas hier, das ist genauso. Außer vielleicht von Osten auf den letzten, ja okay, das könnte vielleicht schon eher hinkommen. Ja, aber nicht vom Osten auf den zweiten. So, hier ist jetzt meine Lieblingskurve. Oha, das bin ich jetzt gerade schon wieder hier. Ja, okay. Also mit Schneckentempo, dann klappt das auch. Wobei jetzt das erste Bremsen natürlich auch schon mal mein Hinterrad ein bisschen leicht hochgezogen hat. Ah ja, habe ja noch zwei Runden zum Trainieren. Ich schätze mal, die Strecke muss ich noch öfters fahren. Also, ja gut, MotoGP 2 und 1, also mindestens dreimal. Ja, da ist hier meine Sandbucht, wo ich das... Oh, da hatte ich jetzt aber gerade Glück gehabt. Was war ich jetzt gerade? Genau, was ich ja da letztens hier mitgenommen habe. Im Qualifying. Schön. Einmal hier und darüber. Na, jetzt die lange Gerade. Ja gut, also jetzt noch mittlerweile. Ja, die Strecke geht doch. Aber auch so halbwegs guten Weitwinkel, wie man es hier so ein bisschen sieht. Ja. Naja. 2,7 Sekunden schon auf meinen Teamkollegen. Wow. Jetzt hat natürlich schon nur gerade ausgeguckt, wegen was auch immer. Gerade auch wieder rechtzeitig gemerkt. Gut. So, zweite Runde wird gleich eingeläutet. Genau. Datenpack halten. Perfekt. Chassis ist dann somit beim nächsten Rennen auch auf Maximum. Jetzt weiß ich gar nicht, gab es da auch eine Trophäe? Gute Frage. Ich glaube nicht, ne? Ja, muss ich dann eventuell mal nachher mal nachgucken. So, ja okay, selbst auch wenn ich werde die spätestens in der MotoGP 1 werde ich die eh kriegen dann. Weil klar, das Moped hier tue ich mir ja nur ein gescheites Team aus, bei dem bleibe ich ja dann auch. Und dann ja, werde ich das Moped eh auf Maximum ballern. Doch, also dem wäre egal, da brauche ich auch nicht nachgucken. Weil die kommt, sage ich dann mal, automatisch. So, da vorne kommt jetzt wieder meine Lieblingskurve. Okay, das war jetzt schon mal ein bisschen besser. Uah. Also das ist echt hier krass mit dem Berg abbremsen. Ich könnte natürlich auch mal mein Gewicht noch zusätzlich nach hinten verlagern, also sprich hier so, ne. Das wäre dann völlig eine Alternative. Aber naja, solange es mich nicht schmeißt, passt eigentlich alles. Den anderen fahre ich ja eh schon wieder davon. Boah, hier sollte ich echt mal gucken, dass sie weiter nach außen kommen. Also hier eher der Ideallinie lang fahren. Genau, hier rüber. Ja, passt. Ja, wunderbar, mein Teamkollege ist jetzt auch wieder Zweiter. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass hier Rins schon wieder auf Platz 2 war. Miller, so. 1,39,54. Schlecht wäre natürlich auch nicht, wenn ich das von Osten Runde mal noch sehen würde, was ich da gefahren hätte. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wobei klar, die erste Runde ist natürlich bei weitem langsamer wie die zweite, sinnvollerweise, wenn man direkt vom Start aus rumballert. Naja, vielleicht von der zweiten und dritten Runde, das wäre vielleicht dann nicht schlecht. So, auf jeden Fall hier, letzte Runde. Ja. So, 2:04 pro Runde, ja, also 5 Sekunden schneller wie bei der Runde 1. Knapp, so ja, Streckenrekord wieder, wunderbar. Darf es jetzt auch wieder extra Punkte geben. Weil ich könnte fast wetten, auf Schule 65 zu kommen, wird eine ganze Zeit lang dauern.
aus Recht, weil ich ja nicht wirklich auf schwer oder so fahre, wo es dann hier dieser Multiplikator hier, beziehungsweise halt generell die mehr Punkte es dann gibt, habe ich ja in dem Fall nicht. Oh, da war jetzt gerade eben bei mir wieder so halbwegs der Sound weg. Merkwürdigerweise. Ja. So, also mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Jo, einfach gar nicht bremsen, ne? Kann ja in dem Fall auch helfen. Also mehr oder weniger, zumindest nur in den Geraden bremsen. Und nicht dann, wenn es da bergab geht. Gut, fiel mir in dem Fall relativ schwer ein, aber egal. Schwer, wenn ich mal spät ein. So. Ja. Passt. Die letzten Züge dieser Strecke hier. Ja, wieder easy going. Reifen passen auch noch. Ah, komisch, weiß ich nicht mehr, die Hinterreifen weitaus mehr abgenutzt wie der Vorderreifen. Könnte wahrscheinlich gerade in diesen Lupfern liegen, die ich ja immer durch meine Verbremser hatte. Schon wieder, ey, das gibt's echt nicht. Shit. Kann ja nicht so schwer sein zu merken, aber egal. So, und ab gleich durchs Ziel. Ja, perfekt. Platz 1. Oder welchen? So, einmal die Wertung bitte. Ach, Müller doch wieder zweiter, verdammte Axt. Naja, wie sieht jetzt in der Hauptwertung aus? Minus 14 noch. Oh, das werde ich nicht mehr schaffen. Ja. Egal. Red Bull, neues Team, neuen Fahrer. Okay. So, 146.000 Fans, wieder 11.000 mehr. Nice. So, dann schauen wir mal, wo es jetzt... Zweifelsohne ein großer Tag für ihn. Neben dem grandiosen Rennsieg erhält er zudem nämlich auch noch 25 wichtige WM-Punkte. Die nehmen wir natürlich auch dankbar mit. So, mal gucken, wo es denn jetzt als nächstes gehen würde. Zum nächsten Ladebalken? So, ein Sieg zum Hinausschreien, das finde ich auch. Gut. Das heißt, so, wohin würde es jetzt gehen? Ach, immer noch Aragon, Test Session. So, jetzt. Okay, alle klar. So, danach ist noch Motegi, Phillip Island, Sepang, Valencia und nochmal Valencia. Das war's dann auch schon. Also das heißt jetzt hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strecken, beziehungsweise 6 Rennen. Ja, gut. Das dann natürlich hier erst dann in meiner nächsten Folge wieder, ne? Also ich denke mal, beziehungsweise ich hoffe, das hat euch hier wieder gefallen und ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier weitergeht mit der Testsession in Aragonien oder wie das nochmal geheißen hat. Und ja, dann sage ich mal hier viel Spaß noch, schönen Tag noch und bis denn, ciao!